Die kleine Gemeinde Olk in der Südeifel ist in jüngster Zeit durch die geplante Ansiedlung eines mehr als 200 Hektar großen Steinbruchs mit Zementwerk und Müllverbrennungsanlage in die Schlagzeilen geraten. In der Bevölkerung wächst der Widerstand gegen das Projekt. Es hat sich eine Bürgerinitiative gegründet. Unweit des geplanten Steinbruchareals befindet sich das Naturschutzgebiet Rechberg mit 20 Arten eines der wertvollsten Orchideenrefugien in Rheinland-Pfalz. Werner Becker, Leiter des Arbeitskreises Heimische Orchideen, Ortsgruppe Trier, sieht den Bestand bedroht. Der geplante Steinbruch stellt mit dem tiefen Loch, das dann oben auf dem Berg gegraben wird, das Todesurteil für unsere Orchideen hier dar, weil dann der Wasserhaushalt dieses Gebietes so stark beeinträchtigt wird, dass die Orchideen regelmäßig verdursten werden. Unter den 20 Orchideenarten sind so farbenprächtige Exemplare wie diese Pyramidenorchis. Aber auch Hummelragwurz, Boxriemenzunge und der Ohnsporn sind im Naturschutzgebiet Rechberg heimisch.